Hallo, 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 hier ist wieder Showkeeper Noki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen und hier heißt es ja Daily. Jeden Tag gibt es hier Daily, gestern gab es Daily, morgen gibt es Daily, übermorgen gibt es Daily und alles weiter. Ja. Wie bei mir. Ja. Ja, genau, bei Till und seinem Vlog, dem YouTube-Kanal von Till, da ist ja auch jeden Tag Programm. Jeden Tag sehen wir da ein Stück aus Tills Leben. Und wer das sehen möchte, geht auf Till und seinen Vlog. Jetzt, ja. Nein, nach der Sendung. Nach der Sendung, genau. Ja, ja. Heute erzählen wir über den 7. Juni. Der 7. Juni ist auch ein Geburtstagskind unterwegs und das Geburtstagskind ist heute. Anna Kournikova. Anna Kournikova. 1981. Ist aber auch ein hübsches Mädel, muss man sagen. Ja? Schön blond, naturell, Tennisspielerin, sportlich, Figur. Muah. Immer noch? Wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus. Bestimmt. Ja. Aber am 7. Juni, da wurde der Tony Blair auch zum Premierminister wiedergewählt. Das war 2001. Okay. Ja, Tony Blair wurde 2001 zum Präsidenten wiedergewählt und das war am 7. Juni, kann man sich merken. Heute, wenn man in der Kneipe ist, sagt man hier, hey, pass mal auf, 2001, heute vor 2001 ist der Tony Blair wiedergewählt worden. Na dann, Prost. Ja, das ist auf jeden Fall, war nicht so dolle, ne? Ja, 2001 war ja übrigens hier diese Dings da mit dem, ja, weiß man Bescheid. Sag ich mal nicht mehr dazu. Ja, was war noch am 7. Juni? Es ist, also das ist auf jeden Fall was sich jeder in den Kalender schreiben sollte. Es ist quasi einer der wichtigsten Tage des Jahres. Es ist nämlich der internationale Welttag des Waschbären. Ja, das heißt also heute waschen? Also hast du dich heute auch schon gewaschen? Ich habe mir auch schon den Bären gewaschen. Deinen Bär? Nein, nicht meinen. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt los? Ja, also heute hast du schon einen Bär gewaschen. Ich habe heute schon den Bär gewaschen. Ja, gut, da kommen wir auch, eine gute Überleitung, wir kommen zu RTL. Ja, RTL wurde am 1988 hat RTL Fernsehübertragungsrechte von der Fußball-Bundesliga bekommen, so 1988. Ja, also von Bärwaschen zu RTL ist ja nur ein ganz kleiner Sprung. Das ist und quasi, da gab es damals zum Beispiel, kennst du RAN? Kennst du noch? Ja, aber ja. War RAN nicht Sat.1? Ja, drei Fragezeichen über unserem Kopf. Also. Möglich ist das. Wäre jetzt cool gewesen, wenn du jetzt einfach das so stehen gelassen ja, hättest. Aber wer von uns ist denn der Fußballfan? Ich bin doch kein Fußballfan. Ich bin begnadeter Fußballer, aber ich bin ja kein Fußballfan. Ja. Ich habe einen Fußball zu Hause in der Vitrine stehen, das war es aber auch schon. Ja, ich habe keinen mehr. Also ich brauche das alles gar nicht mehr mit dem Fußball und so. Ist mir ja gar nicht mehr so wichtig. Ja, wenn man kann, der kann. Ja, ist klar. Ja, heute am 7. Juni, RTL hat die Fernsehübertragungsrechte bekommen. Der Tag des Waschbärens, heute ein Bärenwaschen, bitteschön. Ja, und Anna Kournikova. Nicht vergessen, Anna Kournikova. Bärwaschen von der Kournikova am besten, ja. Das wäre, wenn du das hinkriegst, bist du ein guter. Ich glaube nicht, dass die einen Bär hat. Meinst du, die ist. Okay, ja. Damit schließen wir. Ich muss drüber nachdenken. Cheerio, Miss Sophie.